das ist die heftigste Allergische-Reaktion, die ich je gesehen habe. Das Gift des Space-Typers ist tödlich. Was machen wir jetzt? Er braucht schnell die Injektion, sonst war's das. Vitalwerte sinken drastisch. Captain, wir brauchen das Gegenmittel. Jetzt! Hier müsste das irgendwo sein. Captain, Beeilung! Rechtes und linkes Herzstillstand. Oh, schnell! Rose, übernehmen Sie das. Ich kann das nicht. Ein guter Captain lässt seine Crew nie im Stich. Ja, aber... Captain, wir verlieren ihn! Labuste, immer mehr! Was mache ich jetzt? Logbuch Captain Jerky der ANUS 7. Wir schreiben das kosmische Jahr 2 hoch Christus, 2. Auf unserer anhaltenden Mission, das Paket der Föderation in den äußersten Außenposten der Galaxie auszuliefern, treffen wir zunehmend auf Hindernisse ungeahnten Ausmaßes, die unsere Reise stark verzögern. Oh mein Gott! Deinsk, was zeigen unsere Sensoren an? Echtheitsscan positiv, es ist keine Enttäuschung, kein Hologramm oder Illusion. Dann sind die Legenden also wahr? Das verschollene Paradies, wabu! Bikini Planet. Heimatplanet der schönsten Frauen des Universums. Ihr wisst, was es bedeutet, Männer. Captain! Ach, Rose. Laut Föderationsdirektive, Paragraph 12, Absatz 4, ist es unsere Pflicht, nicht verzeichnete Planeten umgehend zu untersuchen und in die Sternkarte aufzunehmen, auch wenn es sich um Planeten handelt, die schon lange als verschollen deklariert wurden. Aber Captain, unsere Mission hat Prioritätsstufe Nummer 1. Wir riskieren unsere Karriere. Außerdem sind die Frauen unsicher. Es ist unsere Pflicht, Rose. Na gut, dann lass uns mal den Planeten erkunden. Wo ist denn das ganze Wasser hin? Oh, Alter. Ist das eine Hitze? Die starken Sonnenwinde beeinflussen die Ergebnisse meines Multicorders, aber ich entdecke ein Lebenszeichen auf 39 Nord-Nord-Süd. Captain, das hatten wir doch erst letztens. Wow, erst denken, dann schießen. Hallo. Wer bist du? Ich bin Huso. Director! Was führt euch her? Wir wollen heute Bikini Bett. Wir kommen in Frieden, um diesen Planeten mit all seinen Bewohnern zu erforschen. Ach, da oben schwimmt immer noch so ein Schild rum, oder? Sollte das hier nicht ein blühendes Badeparadies mit Party People sein? Abu. Vor langer, langer Zeit war dies. Ein Planet mit den schönsten besten Galaxien, doch finster Gesellennamen. Nehme ich das mal aus. Scheiße. ANUS 7, hier spricht Admiral Bruce Davis von der Galaktischen Föderation. Mit wem spreche ich? Rose Miami, Commander der ANUS 7. Commander Miami. Wir haben einen unautorisierten Stillstand verzeichnet. Sofortige Berichterstattung. Admiral Davis, es handelt sich um einen Notfall. Ihr Auftrag war klar und eindeutig, Captain Miami. Es gibt keine Anzeichen von Schäden oder Fehlfunktionen. Es gibt keinen Notfall, der einen Stopp rechtfertigt. Wo befindet sich Captain Jerky? Er geht mit seiner Crew einem Notruf nach, der direkt mit den Pflichten der höchsten Direktive einhergeht. Und die müssen wir aber noch holen? Dann sind wir schon quasi bei den Bikini-Babes. Captain, ich empfehle vorher die Lage zu überprüfen. In 30 Sekunden habe ich die lokalen Daten runtergeladen und wie... Ja, los jetzt. Babu, ich will zu den Babes. Captain, es wäre doch echt besser, wenn wir zuerst die Umgebung prüfen. Obwohl, los jetzt. Mann, jetzt. Wer bist du denn? Hey! Verdammt, daneben. Babu, nimm die Frucht. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Mach jetzt! Captain, diese Rasse zeigt... Feuer! Captain, hier ist noch eine Nodokus-Burg. Dann heb sie halt auf! Dann wird das Känguru noch aggressiver machen! Captain! Los, jetzt zu Memme! Nimm das Teil! Oh nein! Die Frucht!
Captain, dort! Download mehr Übersetzungsdaten vollständig, starte Live-Übersetzung. Ich wollte euch nur warnen, weil es eine Falle war. Sorry, wenn ich dir wehgetan habe. Die Frucht. Nimm deine Frucht. Das kannst du auch direkt haben. Ich kündige. Du kannst dich aber kündigen. Doch, wegen deiner Macho-Scheiße gehen wir fast jedes Mal drauf. Dann geh doch. Ich brauch dich nicht. Ich brauch niemanden. Was hast du gesagt? Was würde Vater jetzt tun? Ey, Mann! Du siehst aus wie dein Vater! Du kanntest meinen Vater? Falsch, Mann! Ich kenne deinen Vater! Nimm's nicht so hart auf, aber... Er ist vor vielen Jahren gestorben. Nein, Mann! Er lebt in dir! Vater! Oh, mein Sohn, was habe ich dir eigentlich beigebracht? Was meinst du? Immer noch fragst du dich, was ich tun würde, wenn du Stress hast. Du bist halt auch der beste Captain, den die Föderation je hatte. Und weißt du, wieso ich das wurde? Weil ich einfach nur immer diesen... Er ist weg! Sorry! Und nur deswegen. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Die Antworten stecken schon alle in dir. Bisher warst du nur Captain, weil du zum Captain geboren wurdest. Sei ein Captain, der es sich verdient hat. Du bist der Leitfaden, der die Mannschaft zusammenhält. Der Dünger für das Potenzial deiner Truppe. Du hast gute Männer und eine sehr gute Frau. Jetzt führe sie zu einem guten Team zusammen und werde die Ehrenmänner, die ihr denkt, schon lange zu sein. Vergiss das niemals und erinnere dich immer daran. Erinnere dich. Erinnere dich. Ja, und besuch mal wieder deine Mutter. Was bist du für ein Arschlochkind? Alter, war das echt, Mann? Ey, ist überhaupt was echt? Chips, Mann. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Danke, Affenmann. Nein, nehme ich. Wohin willst du? Da, wo ich hingehöre! Sehr gut, mach, dass du wegkommst! Naja, deshalb, wie soll ich sagen, es tut... Sag's doch einfach! Okay, ich hab Mist gebaut, ich hab alles kaputt gemacht. Ja, hast du. Aber als Team können wir alles wieder gerade biegen. Du bist wieder dabei? Babu vergibt immer. Habe ich Sie richtig verstanden? Sowohl Captain Jerky als auch Lieutenant Babu sowie Lieutenant Commander Deinst befinden sich auf einem Planeten, dessen Koordinaten unbekannt sind, um einem Volk in höchster Not zu helfen? Jawohl, Sir. Wir haben keine andere Wahl, als abzuwarten, bis Sie wieder hier sind. Rose Miami, 23 Jahre alt und schon Commander eines Schiffs der Aufklärungsklasse. Beeindruckende Karriere. Als Tochter von Zirkusnomaden auf Bleibon 6 direkt an die Weltraumakademie. Die jüngste Absolventin der vergangenen 65 Jahre. Sie haben sich alles selbst erarbeitet. Ihr wurde nichts geschenkt. Beeindruckend. Wäre schade, wenn diese Karriere jetzt ein rapides Ende nimmt. Sir... Rose Miami, hiermit entbinde ich Sie Ihrer Pflichten als Commander der ANUS 7. Und ernenne Sie zum Captain der ANUS 7. Sir? Ich gratuliere, Captain. Und hiermit erteile ich Ihnen den Befehl, sofort mit voller Kraft des Ram-Antriebs das erklärte Ziel anzusteuern. Aber Jerky und die Crew, wir können sie doch nicht einfach zurücklassen. Das ist ein Befehl. Zeigen Sie, dass Sie ein guter Captain sind. Ein guter Captain. Rose, wir brauchen den Zellkernbewässerungsstrahler. Rose? Hallo? Zwecklos, Captain. Die Zellkernstruktur ist bereits vollständig zerstört. Und wie sollen wir die zweite Quest erfüllen und das Aiola-Blatt pflücken, wenn alle Aiola-Bäume ausgetrocknet sind? Offenbar sind alle Bäume schon als kleine Setzlinge eingegangen. Laut Wikidaten eine Folge der Eingrenzung der Wasservorkommen auf die versteckten Beach-Resorts. Bubib. Kannst du Deutsch reden? Was jetzt? Die einzige Möglichkeit in diesem Stadium der Dürre, die Pflanze wieder zum Blühen zu bringen, ist die Fähigkeit der Machipü vom Babunda. Man sagt ihnen nach, einen grünen Daumen zu besitzen, der selbst abgestorbene Flora mit einem Revitalisierungstanz wiederbeleben kann. Was für ein Zufall! Meine Eltern sind Machipü! Und wie weit wohnen die dann weg?
Warte, du bist doch selbst in einer, du Vollidiot. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Bobo, versuch dich zu erinnern. Haben deine Eltern dir nicht irgendwas in dieser Art beigebracht? Vielleicht mache ich mal Revitalisierungstanz. Dabei kann ich mich immer am besten erinnern. Bitte nicht. Es kommt, es kommt. Ich spüre es. Es wird groß. Das war's. Zurück zu Oso und der letzten Prüfung. Oso? Ha, da seid ihr. Wir haben alles. So, Nolokus. Oh. Ein Lola-Blatt. Alles hier. Ja. Ihr habt die zwei Quests erfüllt. Und somit bewiesen, dass Vertrauen, Kameradschaftlichkeit und Loyalität keine Fremdwörter für euch sind. Und nun! Oh! Oh, das ist so gut. Oh, Jungs, das hat so gejuckt. Ich danke euch. Und nun wartet die letzte Aufgabe auf euch. Bringt mir den Hocker der unbegrenzten Möglichkeiten. Den da? Genau den! Geil! Haha, dann wünsche ich viel Spaß! Hey, warte mal. Ihr seid deine Typen? Ja und? Kein Einlass ohne Girl. Captain, was mit Commander Rose? Gute Idee. Rose? Kommunikationsgerät funktioniert ohne Beeinträchtigung. Rose? Nun, dann bleibt euch der Eintritt ins Bikini-Paradies für immer verwehrt! Rose! Hey Jungs! Woo! Du kommst genau richtig! Ein guter Captain lässt seine Crew nie im Stich. Was? Nicht so wichtig. Jetzt ist Badezeit. Nun denn, wünsche ich ganz viel Spaß im Bikini-Paradies mit den schönsten, der schönsten Frauen im ganzen Universum. Wo sind die Mädels? Wo sind die Mädels? Na dort! Sie sind nur unsichtbar, wie ich auf dem Schiff schon versucht habe zu sagen. Wärmebild bringt ein! Jahrhunderte der Plünderung und Entführung führten zu diesem natürlichen Schutzmechanismus. Es ist ein verschollenes Paradies und es sollte verschollen bleiben. Feuer. Alle Aufzeichnungen und Koordinaten von Bikini Planet aus dem Bordcomputer gelöscht, Bubi. Wärmeantrieb deaktiviert. Fliegen vorübergehend mit halber Kraft. Captain. Jetzt können sie endlich in Frieden leben. Also dann, ihre Männer und ihre Frau. Volle halbe Kraft! Voraus! My Lord, der Plan ist fehlgeschlagen. Wir haben kein Echo des Ram-Antriebs orten können. Und haben auch keine Meldung des Androiden erhalten.